Am 8. Februar um 23 Uhr war es endlich mal wieder soweit. Nintendo hat einen Nintendo Direct abgehalten. Die obligatorische Direct zum Anfang des Jahres. Leute, da wurden wieder einige Ankündigungen gemacht und darüber werden wir heute auf jeden Fall sprechen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ja, keine Ahnung. Wir sehen uns gleich. So Leute, dabei werden wir natürlich ganz gemütlich Mario Kart nebenbei spielen. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, wirklich, dass ihr da seid. So, jetzt werden wir erstmal ein bisschen im Schlachtmodus spielen, weil da kann man ganz gemütlich nebenbei reden. Bevor wir mit unserem Thema anfangen, natürlich die Standardfrage. Leute, wie geht's euch? Alles klar bei euch? Was habt ihr so erlebt? Ich hoffe wirklich, es geht euch gut. Was habt ihr geschaut für Filme? Was habt ihr geschaut für Serien? Was läuft denn derzeit bei euch so? Ja, so, der Standardtext ist abgerattert. Jetzt können wir über die Nintendo Direct quasseln. Ja, cool. Schön, oder? Nintendo Direct Zeit, das ist immer eine ganz besondere Zeit. Wir haben eigentlich zwei fixe Termine zu einer Nintendo Direct. Das ist einmal im Januar oder im Februar. Jetzt wurde es halt wieder Februar. Ist meistens im Februar. Also die Anfangs-Direct. Und dann gibt es noch die September-Direct. Also die Herbst-Direct. Das sind die zwei fixen Termine, die wir haben. Und dann eigentlich meistens noch eine im Juni, so zur E3. Aber die E3 in den letzten Jahren, naja, fand ja nicht immer irgendwie statt und wer weiß, wie das dieses Jahr sein wird. Anscheinend ist Nintendo da ja auch nicht dabei, aber ob sie da eine Direct machen... Ja, keine Ahnung! Jetzt war auf jeden Fall die Direct zum Anfang des Jahres. Ja, es war wieder Direct-Hype. So. Also, jetzt ohne große Umschweife werden wir gleich in das Thema starten. Uhr, tolle Zeit, da konnte sich das jeder anschauen, hier in Europa, der das wollte, weil da muss keiner arbeiten und hat keiner Schule. Ja gut, der nächste Tag ist dann vielleicht ein bisschen am Arsch, weil man dann halt nicht schläft, aber ist ja wurscht, Opfer müssen gebracht werden. Immer so eine geile Hype-Veranstaltung. So Leute, jetzt aber, in der September Direct von letztem Jahr wurde ja Pikmin 4 angekündigt. Nach all den Jahren wurde dieses Spiel angekündigt. Es war ja wirklich immer ein Meme, keine Ahnung, immer wieder hat man gesagt, oh, das Spiel ist fast fertig und so über all die Jahre, aber man hat nie was gesehen und ja, es wird wirklich ein Meme und ja, dann wurde es halt letzten September tatsächlich angekündigt und in der aktuellen Direct hat man tatsächlich mit diesem Spiel gestartet. Man hat erstes richtiges Gameplay gesehen, man hat eine Vorstellung gekriegt, was uns in dem Spiel erwartet. So, also Leute. Es sieht wunderbar aus, grafisch sieht das wirklich wunderbar aus. Noch besser als Pikmin 3 und das sah ja schon super aus. Hat das so ein bisschen gesehen. Das Pikmin-Gameplay und auch neue Gameplay-Elemente. Zum einen gibt es jetzt die Eis-Pikmin. Die können Gegner vereisen oder sogar Wasserpfützen begehbar machen. Die frieren das einfach ein. Ziemlich coole Idee und ziemlich... Ja, geiler Einfall einfach. Dann gibt es so eine Art Hund. Der sieht aus wie Schnuffel aus Yoshi. Also Pucci. Ja. Darauf kann man anscheinend reiten. Der kann zum Beispiel Pikmin über Seen transportieren und sich auch anderweitig nützlich machen. Geil, cool und interessant. Und zum anderen hat man gesehen, dass es wohl darum geht, Schätze zu finden. Wie schon in Pikmin 2. Anscheinend sind auch die Höhlen wieder zurück. Aus Pikmin 2 ist also, das ist nur eine Mutmaßung, anscheinend alles ein bisschen mehr an Pikmin 2 angelehnt. Freue mich aber drauf, das war ein tolles Spiel. Ja, und hat man halt einiges gesehen und ich freue mich drauf. Das Spiel wurde angekündigt, released wurde angekündigt und zwar für, Moment, ich habe hier natürlich meine Dingens, mein Schummeldingens geöffnet, damit ich nichts vergesse und so. Am 21. Juli 2023 wird das Ganze erscheinen. Im Juli!
früher, als ich das gedacht hätte, ich dachte, das wird jetzt eher so ein Herbsttitel. Aber Juli, das passt wunderbar. Und dann wird es genau 10 Jahre her sein, seitdem Pikmin 3 erschienen ist. Ja, 10 Jahre ist es her. Das Spiel erschien 2013 für die Wii U, oder? Ich hoffe, ich erzähle da jetzt keinen Scheiß. Nee, das kommt schon hin. So lange mussten wir warten. Die Wartezeit ist bald beendet. Pikmin 4 is on his way. Ja, ich weiß, dazwischen kam irgendwann mal so ein Spin-Off für den 3DS. Hey Pikmin, so ein 2D-Pikmin war das. Mal ein anderer Ansatz. Ist mir jetzt nicht sonderlich in Erinnerung geblieben, wenn ich ehrlich bin. So Leute, ich werde jetzt nicht über jede Direct-Ankündigung so im Detail reden wie jetzt zu Pikmin. Weil vieles hat mich halt jetzt nicht so vom Hocker gehauen oder halt nicht interessiert oder habe ich sogar wieder vergessen. Aber trotzdem, ich versuche alles mehr oder weniger zu erwähnen. Weiter ging's mit dem DLC zu Xenoblade Chronicles 3. Das soll am 16. Februar erscheinen. Ich habe Xenoblade 3 nicht gespielt. Das steht aber natürlich noch auf meiner Liste. Keine Ahnung. Ja. Später soll es dann sogar noch eine DLC-Welle geben, irgendwie. Also DLC-Welle 4 soll später dann noch kommen. Hat da irgendwie gesehen. Erwachsene Version von Shulk und Rex. Keine Ahnung, ich kenne mich ja nicht aus mit der Story. Das ist noch ein Spiel, das ich noch erleben muss. Auf jeden Fall geil, dass da jetzt Xenoblade erweitert wird. Würde ich sagen. So, Samba de Amigo Party Central wurde angekündigt. Das soll im Sommer erscheinen. Keine Ahnung. Ich mag so Rhythmusspiele nicht. Generell, das ist nicht mein Genre und gefällt mir auch nicht. Ja, aber es mag schon seine Fans haben und das ist schon eine Spielereihe, die halbwegs bekannt ist. Und für die Leute, die sich dafür interessieren, ja, ist es vermutlich interessant, nehme ich an. I guess schon. Also dann. Fashion Dreamer wurde angekündigt. Fashion Dreamer erscheint 2023 exklusiv für die Nintendo Switch. Kennt ihr New Style Boutique für den 3DS? Das hat mir so ausgeschaut wie so ein Nachfolger davon. Ist jetzt natürlich nichts für mich, aber ich glaube so für die weibliche Spielerschaft oder so könnte das schon ansprechend sein. Oder für die Mode-Experten! Bin ich leider kein. Ich meine, schaut mich mal an. Ich schaue aus wie so eine Vogelscheuche. Aber ja, was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall, I guess, es ist geil, dass es kommt. So, dann Dead Cells bekam eine DLC. Also das Indie-Spiel Dead Cells bekam eine DLC-Ankündigung mit Castlevania-Content. Ich habe jetzt Dead Cells noch nicht gespielt, das ist aber auch auf meiner Liste und die haben sich da anscheinend tatsächlich zusammengetan mit Konami und bringen da eine Castlevania-Erweiterung raus, wie es aussieht. Am 6. März soll das Ganze erscheinen, also schon recht bald. Nice, I guess. Tron Identity. Was ist das? Da steht in der Beschreibung ein narratives Rätselspiel. Ja, schön. Erscheint im April zuerst auf der Switch. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ghost Trick Phantom Detective kommt in HD zurück auf die Switch. Im Sommer. Okay. Weiß jetzt auch nicht mehr, was ist. Desa Police. Ja, okay, okay. Ja, okay. Jetzt Bayonetta Sereza and the Lost Demon. Wurde ja zu den Game Awards angekündigt. So ein Prequel zu Bayonetta. In einem ganz anderen Grafikstil, so putzelhaft und ja, werde ich mir kaufen. Ich liebe Bayonetta und es sieht auch sehr vom Style cool aus. Das Ganze erscheint ja auch schon im März, genauer gesagt am 17. März. Ja, kann man kaufen. So, Leute, dann wurde angekündigt Fire Emblem, Engage, DLC, Dingens, ja. Fire Emblem. Ich habe Fire Emblem übrigens gekauft. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt. Dementsprechend interessiert mich der DLC noch nicht. Ich will jetzt erstmal das Hauptspiel genießen. Aber schön, dass da auch ein bisschen für Nachschub gesorgt wird. Aber schon ein bisschen komisch, dass ein paar Wochen nach dem Release schon kostenpflichtiger DLC am Start ist. Sie wollen unser Geld!
Naja, was soll man dazu noch sagen? So funktioniert das heute offenbar. So, also was steht da als nächstes? Harmony, the Fall of Reverie. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, kann ich dazu nichts sagen. So. Eine Demo zu Octopath Traveler ist jetzt erhältlich, könnt ihr euch das Spiel mal anschauen. Habe ich ja schon öfter drüber geredet, wie geil ich den Grafikstil finde und wie geil ich das erste Spiel fand. Jetzt könnt ihr euch auf jeden Fall eine Demo-Version zum zweiten Teil zu Gemüte führen. Ehe das Spiel dann ja bald einmal erscheint. So. Sea of Stars erscheint am 29. August und eine Demo ist offenbar, ja, jetzt verfügbar. Omega Strikers, Air Hockey, Dingens. Kenne ich nicht, keine Ahnung, habe ich schon vergessen. Also ja, viele Titel waren jetzt halt nicht so interessant für mich und die habe ich auch eigentlich auch schon wieder vergessen. Ich weiß nicht, ob ich da den Spielen jetzt auch Unrecht tue, aber das ist die Wahrheit. Adrian Odyssey Origins Collection. Die ersten drei Spiele, HD Remaster, 1. Juni, okay. So Leute, jetzt endlich mal ein Spiel, worüber ich reden kann, ausführlicher reden kann. Und zwar Advance Wars 1 and 2 Reboot Camp. Das Spiel wurde ja zweimal bereits verschoben. Es sollte 2021 erscheinen. Ende 2021 sollte das Spiel erscheinen. Dann wurde es aber verschoben, damit sie das Spiel noch verbessern können. So, dann sollte es im Frühling 2022 erscheinen. Das Spiel war fertig. Aber dann kam der ganze Ukraine-Konflikt im Real Life. Und ja, dann hat sich Nintendo natürlich gedacht, scheiße, das spielt uns gar nicht in die Arme. Wenn wir jetzt zu dieser Zeit ein Spiel über Krieg veröffentlichen, das ist irgendwie scheiße. Also haben sie das Spiel auf unbestimmte Zeit verschoben. Und diese unbestimmte Zeit ist jetzt bestimmt worden. Und zwar erscheint das Spiel am 21. April. Advance Wars war ja damals auf dem GBA eine richtige Kultreihe. Entwickelt wurde das, glaube ich, auch von Intelligent Systems, den Fire Emblem-Machern. So eine Taktikstrategie, Simulation kann man nicht sagen. Schon alles ein bisschen so comicartig und lustig und cool. Ich habe das damals nie gespielt. Deshalb freue ich mich sehr, die Spielreihe kennenzulernen auf der Nintendo Switch. Das Remake wurde entwickelt von WayForward, also einem Indie-Entwickler. Nintendo hat da mit einem Indie-Entwickler zusammengearbeitet. WayForward kennt man natürlich aus Shantae, also die Shantae-Entwickler. Sieht auch sehr cool aus vom Stil. Im April ist es soweit, 21. April, nach langer Zeit, dass es verschoben wurde. Ich bin da sehr gespannt. Man soll auch so eigene Maps erstellen können und Online-Funktionen. Und ja, ich will einfach die Spielreihe erleben. Ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt drauf und was sehr cooles für den April. So, jetzt bald im Februar erscheint ja Kirby's Return to Dream Land Deluxe, dem Remake vom Wii-Spiel Kirby's Adventure Wii. Habe ich damals auf der Wii nicht gespielt. Das hat jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, einen neuen Modus oder so, erweiterte Elemente. Das erscheint ja jetzt schon sehr bald, in 2 Wochen schon oder weniger als 2 Wochen für die Switch. Ein Kirby, klassisches Kirby-Side-Scrolling-Spiel. Wer darauf Bock hat, der kann sich das dann gerne kaufen. Ich für meinen Teil habe aber noch mein 3D-Kirby-Spiel. Das musste ich auch noch unbedingt spielen. Und ich mag 3D generell mehr als 2D. So, Leute. Dann wurde angekündigt, Neuigkeiten zu Nintendo Switch Online. Und zwar können jetzt alle Leute, die Nintendo Switch Online haben, eine App runterladen, die Game Boy App. Und dann kann man da Game Boy spielen. Game Boy auf der Switch. Und zwar gratis für alle, die eine Online-Mitgliedschaft haben. So, ich kann es euch ja zeigen hier. So sieht das Ganze aus. Könnt ihr euch gratis runterladen. Da kann man alles schon ein paar Spiele spielen. Da kommen auch immer wieder neue dazu. Zum Beispiel Tetris könnt ihr spielen. Oder Mario Land 2 oder ja, ein paar Kultspiele halt. Wario Land 3 ist, glaube ich, auch dabei.
Ja, kommen halt, Metroid 2 ist dabei, kommen halt auch immer mal wieder neue Spiele hinzu, unter anderem kommen auch die The Legend of Zelda Oracle Spiele raus, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und natürlich hat das Ganze auch Online-Funktionalität, das heißt, ihr könnt online oder lokal Tetris spielen mit euren Freunden. Bam, 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 bam. Ja, okay. Ja, cool. So, dann wurde angekündigt auch der Game Boy Advance. Ja, kommt auf die Switch oder ist bereits auf der Switch, denn auch eine Game Boy Advance App ist erschienen. Hier, guckt mal, könnt ihr euch runterladen. Allerdings ist diese App nur denen vorenthalten, die Nintendo Switch Online Plus das Erweiterungspaket haben, also die das teure Abo-Modell haben. Die können dann auch Game Boy Advance spielen. Der Game Boy Advance ist natürlich hochwertiger. Da sind geile Spiele dabei wie The Legend of Zelda, The Minish Cap, Mario und Luigi Superstar Saga. Leute, das habe ich nie gespielt. Ich freue mich, das nachholen zu können. Gratis für mich. Und Minish Cap natürlich. Mario Kart, Superstar Kart, also das Game Boy Advance Spiel. Natürlich auch alles online. Ja, kann man alles online spielen. Ja, und auch da kommen immer mal wieder weitere Spiele hinzu. Ja, Leute. Echt cool. Man kann also viele alte Klassiker jetzt gratis spielen. Je nachdem, welches Abo-Modell ihr habt, habt ihr da mehr Möglichkeiten. Eine tolle, tolle, tolle Sache, I guess. Werde ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Und vielleicht können wir ja dann mal so online zusammen Tetris spielen. So, Leute. Jetzt das nächste Thema. Und zwar, wenn man jetzt die vergangenen Jahre mal so anschaut, die ganzen Leaks und Gerüchte. Immer wieder war die Rede von einem Metroid Prime Remaster. Metroid Prime, das ist ein uraltes Spiel, das kam damals von den GameCube raus. Gilt aber für viele als eines der besten Spiele aller Zeiten. Und in den Gerüchten hieß es halt immer, oh, das kommt für die Switch, wird für die Switch portiert und so. Ja, Leute, es ist passiert, denn die nächste Ankündigung ist genau das. Metroid Prime Remastered ist jetzt im eShop der Nintendo Switch erhältlich als Download und am 3. März erscheint das Ganze auch noch im Laden. Und Leute, das ist eigentlich so ziemlich einer der größten Überraschungen für mich. Dieser Direct. Jetzt nicht unbedingt die Ankündigung an sich, sondern was das Spiel ist. Ich habe jetzt halt erwartet, als ich die Gerüchte gelesen habe und mir halt selber Gedanken gemacht, hey, was ist, wenn das stimmt? Ja, das wird halt einfach das GameCube-Spiel sein, höher aufgelöst und vielleicht ein paar Texturen angepasst. Ich meine, wäre auch cool gewesen, das Spiel sieht heute noch super aus. Aber was die da gemacht haben, im Prinzip ist das Spiel ein ganzes Remake, das sieht wirklich wahnsinnig, ich muss es sagen, ich bin beeindruckt, wie gut das Spiel aussieht. Wow, wenn man da Vergleichsbilder anschaut. Das Spiel sieht so gut aus. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin hin und weg. Das sieht verdammt gut aus. Das sieht verdammt mega aus, Mann. Was haben die da gemacht? Die haben ja die ganzen Gegnermodelle neu gemacht. Die Umgebungen haben sie neu gemacht. Viel mehr Details. Steuerungsoptionen hast du so. Du kannst das so wie beim GameCube steuern. Du kannst es so wie auf der Wii steuern mit Bewegungssteuerung. Dann gibt es noch eine neue Steuerungsmöglichkeit. Mit zwei Analog-Sticks. Oder du kannst dir die Steuerung einfach so einstellen, wie du willst. Dass du, keine Ahnung, aus allem das Beste rausholst. Also zum Beispiel Bewegungssteuerung und ja, du kannst es dir selbst zusammenstellen. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, weil ich will es als Retail haben. Ich will es als Retail haben. Das heißt, ich muss bis zum 3. März warten, aber ist ja eh nicht mehr weit. Und dann werde ich es mir kaufen, Leute. Aber man hört ja jetzt schon Stimmen von Leuten, die sich das als Download geholt haben. Wie gut das Spiel ist! Wie gut es aussieht, wie gut es sich spielt! Es ist absoluter Wahnsinn, die Reviews! Die ganzen Reviews, die ganzen Meinungen, das geht durch die Decke, liebe Freunde. Wow!
Und die Metroid Prime habe ich damals gespielt. Verdammt gutes Spiel. Und jetzt kann ich es endlich nochmal spielen. Aber auch irgendwie neu erleben, weil das Spiel so aus... Leute, das Spiel ist auch ein Low-Budget-Titel. Also es wird nur 40 Euro kosten. Aber wow, also dafür hätten sie auch einen Vollpreis ja verlangt. Ja, das ist jetzt frech gesagt, oder ich meine, ist ja ein Remake und so, altes Spiel, aber was die da an Effort reingesteckt haben. Leute, ich empfehle euch wirklich, euch dieses Spiel zu holen. Metroid Prime ist wirklich eines der besten Spiele aller Zeiten in meinen Augen und hat damals echt einen Maßstab gesetzt. 40 Euro kostet das Ganze. Behaltet das bitte im Auge. Es ist die Atmosphäre von dem Spiel. Das Spiel lebt von so einer Atmosphäre, von der Musik. Keine Ahnung. Es ist ganz unglaublich. Auch wenn ihr keine Shooter-Fans seid, das Spiel müsst ihr schon erlebt haben. Ja, keine Ahnung. Unbeschreiblich, echt eine Ankündigung, die mich sehr hypt. Die Retro-Studios persönlich zeichnen sich für die Version verantwortlich. Ein paar andere Studios haben mitgeholfen. Das merkt man, dass die da echt Arbeit reingeflossen haben. Und jetzt kam halt auch heraus, dass dieses Spiel anscheinend schon seit Mitte 2021 fertig ist, weil wenn ein Spiel fertig ist, muss das natürlich eingestuft werden von der USK, von PEGI, von den ganzen Altersbehörden. Und das ist schon im, ich glaube, Juni oder Juli 2021 passiert. Das heißt, das Spiel war damals schon fertig und die haben es einfach zurückgehalten. Für die Taktik, I guess. Wow. Ich bin interessiert. Keine Ahnung, was die sonst noch für Spiele so zurückhalten. Leute. Aber Leute, ohne Witz, ich empfehle euch dieses Spiel. Es ist magisch, es ist geil und es ist wirklich Wahnsinn, dass es jetzt erhältlich ist. Beziehungsweise am 3. März. Oh, die Stimmung in dem Spiel. Keine Ahnung. Schon allein die Musik, Mann, die macht was mit einem. Wenn du in der Lava-Höhle bist, in einer engen Lava-Höhle, überall Gefahr droht, alles ist heiß, alles ist scheiße. Die Musik spiegelt genau das wieder. Es spiegelt deine Angst, deine Panik irgendwie wieder. Und du hast dann einfach Respekt vor dieser Passage. Du denkst dir, oh nein. Das macht nur die Musik mit ein. Also die Musik, die trägt so viel zu dem Spiel bei. Es ist Wahnsinn, einfach krass. Ja, Leute, ich freue mich auf das Spiel. Ich kann es euch nur empfehlen und wirklich, wirklich müsst das Spiel spielen. Das tut mir absolut leid. Wahnsinnig geil. Geile Sache, dass das jetzt auf der Nintendo Switch erhältlich ist. Also, wie gesagt, ich bin sehr überrascht von dem Spiel. So. Dann Master Detective Achieves Raincode. Keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Barton Kaitos 1 und 2 HD Remake, das waren ja auch Kultspiele auf dem Gamecube. Die erhalten jetzt HD Remake, habe ich damals nicht gespielt, kenne ich nicht, aber ja, man hat schon damals davon gehört. Im Sommer soll das erscheinen. Werde ich vielleicht mal im Auge behalten. Vielleicht. Schau mal. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Fantasy Life Dingens. The Girl Who Steals Time. Ja, soll sie halt die Zeit stehlen, I guess. Kenn ich nicht, weiß ich nicht. So, Leute, dann wirklich eine Überraschung, die mich sehr freut. Und zwar Professor Layton ist zurück. Professor fucking Layton ist zurück. Das letzte Spiel von Professor Layton ist tatsächlich wie bei Pikmin auch 10 Jahre her. 2013 erschien das letzte Spiel für ein 3DS, dann kam einfach nichts mehr, verstehe ich nicht, weil die Reihe super toll war und super erfolgreich. Jetzt kommt sie auf jeden Fall zurück mit einem neuen Spiel, man hat nur einen kleinen Teaser gesehen. Professor Layton and the New World of Steel.
Yo, Mann. Nach so langer Zeit kommt diese Marke zurück. Ich meine, klar, es gab dazwischen mal so ein Spin-off mit Professor Laytons Tochter, aber das... Keine Ahnung. Das war jetzt irgendwie nie der Rede wert. Geil, Mann, Leute. Geil, geil, cool. Wow, Professor Layton kommt zurück. Habt ihr das schon realisiert? Keine Ahnung, ob ihr die Reihe überhaupt kennt. Kennt ihr die Reihe? Habt ihr das auf dem DS gespielt damals? Oh, ich mag die ganzen Rätsel. Ja, ich mag's. Vielleicht können wir uns das Spiel ja dann in einem Stream zusammen anschauen und dann zusammen halt rätseln. Wäre das nicht geil? Das wäre schon geil. So. So. Dann, Leute, Mario Kart 8 Deluxe, der Booster Pass, bekommt im Frühjahr, also ein genauer Zeitraum ist jetzt noch nicht bekannt gegeben, aber auf jeden Fall im Frühling die vierte Welle spendiert. Wieder 8 neue Strecken. Und die erste Strecke dieser 8 wurde halt jetzt gezeigt, bekannt gegeben, und es ist einfach Yoshi's Island. Sie haben da aus dem Spiel Yoshi's Island tatsächlich eine eigene Map gemacht, eine eigene Strecke, viel Fanservice reingebaut. Ich meine, der Grafikstil ist natürlich Booster Pass Grafikstil, darüber müssen wir nicht reden, aber trotzdem irgendwie geil gemacht. Viele, es sieht cool aus, die Strecke. Endlich mal so eine Crossover-Strecke. Das sollte es viel öfter geben. Was ist so für die Fans? Und dann wird angekündigt, Birdo als spielbarer Charakter kommt hinzu. Es kommen also auch Charaktere zu diesem Booster Pass. Wie? Endlich! Jetzt, wo schon die Hälfte des Booster Passes vorbei ist, kommen sie drauf. Oh, man könnte auch Charaktere hinzufügen. Und haben sie noch angekündigt. Oh, shit. Ja, in den nächsten Wellen wird es dann auch noch Charaktere geben. Ich meine, es sind danach nur noch 2, okay? Ja, cool. Ja. Cool auf jeden Fall, Birdo und Charaktere. Ein bisschen mehr Abwechslung, nehme ich an. Also Leute, Predictions für Charaktere. Diddy Kong ist safe, okay? Diddy Kong ist ein safe Bet, der muss einfach kommen. Und was könnte man dann noch für einen Charakter bringen für die letzte Welle? Also Diddy Kong haben wir und dann, keine Ahnung. Wer fehlt denn noch? Mutant Tyrannia könnte man nehmen. Double Dash war spielbar. Oder sowas wie Rob. Wäre auch cool. Oder vielleicht irgendwas aus Mario Kart Tour. Aber ich glaube, es werden mehr als 3 Charaktere kommen. Also Birdo nochmal. Es muss ja auch von dem Rooster Sinn ergeben. Also von dem Charakterauswahlbildschirm. Darf es ja nicht komisch ausschauen. Funky Kong! Wo ist Funky Kong? Aber Diddy Kong muss natürlich zuerst kommen. Ja. Cool. Cool auf jeden Fall. Wie gesagt, im Frühling. Vielleicht Ende März. Oder so Anfang bis Mitte April wäre vielleicht ein guter Zeitraum. Aber wissen wir halt jetzt noch nicht. Aber sehr realistisch, dass es halt in dem Zeitraum wahrscheinlich kommt ja ungefähr alle 4 Monate. Die letzte Welle ist im Dezember gekommen. Ja. Die Zeit wird auch schnell vergehen, liebe Freunde. So. Okay. Jetzt sind wir eh schon am Ende angekommen, liebe Freunde. Denn sie haben das Spiel, die Direct mit The Legend of Zelda Tears of the Kingdom beendet. Mit was auch sonst. Das ist natürlich das meist erwartetste von vielen Spiel gerade der Zeit. Das Spiel soll am 12. Mai erscheinen. Es ist der Nachfolger von The Legend of Zelda Breath of the Wild, meinem Lieblingsspiel. Dementsprechend habe ich da schon große Erwartungen und jetzt gab es da eben einen neuen Trailer. Dieses Land von der Herrschaft Hyrules. Vernichtet die, die es wagen, sich euch in den Weg zu stellen. Tötet alle und jeden!
Mächtig. Selbst du kannst ihn nicht schlagen. Ihr müsst ihm helfen. Der Trailer zeichnete sich durch eine sehr düstere Stimme aus. Stimmung, habe ich jetzt Stimme gesagt? Keine Ahnung. Eine düstere Stimmung heraus. Irgendwie alles so, keine Ahnung. Elendig, so grausam, keine Ahnung, so bedrohlich. Man hört zum ersten Mal Ganondorfs Stimme. Das ist das erste Mal überhaupt, dass man Ganondorfs Stimme hört. Und der Synchronsprecher ist einfach derselbe wie von Kater Carlo aus Mickey Mouse. Finde ich, jetzt kann ich es nicht mehr überhören, weil geil. Jetzt muss ich immer an Kater Carlo denken. Einfach dieselbe Person. Tötet alle und jeden! Okay, Carlo, alles klar. Naja, ich weiß nicht, ob die Stimme passt, okay? Jetzt vielleicht zu diesem Ganondorf schon, aber der Ganondorf, der ist ja wirklich in jedem Zelda-Spiel immer derselbe. Link und Zelda sind halt immer andere Personen, aber Ganondorf ist eigentlich immer der gleiche. Und wenn ich jetzt diese Stimme denke zum Ocarina of Time Ganondorf, zu dem passt das irgendwie nicht. Ich meine, okay, zum Twilight Princess Ganondorf schon, da könnte man die Stimme schon haben, aber zum Ocarina of Time Ganondorf, ja, okay, ich will jetzt nicht meckern, ist trotzdem eine coole Stimme, bedrohliche Stimme, ja, egal, jetzt mal weg von der Stimme, Mann, was man da wieder gesehen hat von dem Spiel. Der Trailer war halt wieder so perfekt, man hat viel gesehen, aber vieles ist noch im Dunkeln. Vieles ist noch so geheim. Ein paar neue Gameplay-Features hat man gesehen. Man kann jetzt offenbar Gefährte bauen. Also sozusagen Autos. The Legend of Zelda Nuts and Bolts. und auch fliegende Dinger. Man kann auch rumfliegen. Vielleicht kann man da ja wirklich selber Sachen zusammenkraften und dann eigene Fahrzeuge bauen. Und die dann vielleicht sogar irgendwie teilen. Ja, okay. Jetzt halt mal die Goschen. Dann hat man, ja, Story sehr düster, viel zu entdecken. Viel hat man nicht erfahren, aber wieder genug, um das innere Feuer in dir entfachen zu lassen. Mein Nachfolger erscheint einfach am 12. Mai. Der Nachfolger von meinem Lieblingsspiel. Es ist noch surreal, okay? Ich will das Spiel einfach spielen. Ich will gar nicht mehr viel mehr erfahren. Ich will es halt einfach spielen, Leute. Es ist Wahnsinn. So, und das war dann auch die Nintendo Direct, Leute. Echt eine geile Direct, bei der eigentlich sehr viel für alle möglichen Leute dabei war. Ja. Wie gesagt, sowas wie Pikmin 4, Metroid Prime 1, Professor Layton und Zelda waren halt meine Highlights so, aber auch viele andere kleine geile Dinger dabei, wie Advance Wars, Mario Kart Ding und die ganzen DLC. Splatoon DLC habe ich jetzt gar nicht geredet, gell? Bekommt auch einen DLC, Scheiße, habe ich vergessen.
Und zwar kann man da jetzt nach Inkopolis zurückreisen. Also in das, in die Oberwelt-Map von Splatoon 1. Ist eigentlich ein Skin für die Oberwelt, weil man kann da halt genau dasselbe tun. Man bekommt jetzt nicht neue Waffen oder so, einfach um da rumzulaufen. 25 Euro dafür zahlen. Und später kommt dann noch eine Story-Erweiterung. Da hat man ein bisschen was gesehen. Aber mehr halt auch nicht, ja. Muss man mal schauen, bis man da mehr erwarten kann, aber so. Gibt schon Leute, die da sehr im Hype sind. Ja, ich glaube, jetzt habe ich aber wirklich alles. Leute, eine geile, geile Direct, ehrlich. Viele DLC zu bereits erschienenen Spielen, um den Spielspaß zu erweitern. Nintendo Switch Online, neue Retro-Konsolen, sehr cool. Ja. Und ich denke, die ganzen Spiele erscheinen halt alle noch so im ersten Halbjahr oder halt, ja, Juli, Pikmin, aber halt so in der ersten Hälfte vom Jahr. Wir wissen eigentlich gar nichts vom zweiten Halbjahr. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise in so einer Februar-Direct werden auch schon ein paar Spiele angekündigt, die später, so August, September oder Richtung Weihnachten erscheinen. Aber diesmal halt gar nichts. Das heißt, Nintendo muss quasi Richtung Juni, also Richtung E3, eine Direct oder eine Präsentation oder halt irgendwas abhalten, um uns halt zu zeigen, was erscheint Richtung Ende des Jahres. Sie müssen uns dann einen Ausblick geben. Natürlich wird jetzt bald eine Präsentation kommen, wo irgendwelche Pokémon-Spiele wieder angekündigt werden für Ende des Jahres. Ich meine, das wird kommen, Leute. Das steht außer Frage, weil Pokémon, ich bin schon gespannt, wie gut die Spiele dann ausschauen werden. Das ist ein Safe Bet. Pokémon bekommen wir Ende des Jahres, natürlich. Aber mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen. Was bekommen wir von Nintendo selbst? Vielleicht wird ja schon irgendwas Richtung neue Konsole angekündigt oder. Ja, die Zeit wird es zeigen, Leute. Aber jetzt erstmal das erste Halbjahr. Sieht doch echt geil aus. Jetzt bekommen wir im Februar noch Kirby. Wir haben gerade im Jänner bekommen Fire Emblem. Jetzt kriegen wir und SpongeBob, das SpongeBob-Spiel haben wir auch bekommen, Cosmic Shake, ja. Dann, so Leute, das wird jetzt die letzte Runde, dann noch Clive and Ranch, auch noch jetzt, im Februar, dann am, so, warte, ich weiß, ich sprich viel zu viel, aber hier, guck mal. Es muss 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es müssen eigentlich noch 6 Charaktere geben, damit diese Charakterauswahl-Bildschirm halt, ja, schön bleibt. Wenn jetzt nur Birdo und nochmal 2 kommen, dann sieht das komisch aus. Metroid Prime Remake oder Remaster gleich am 3. März, beziehungsweise als Download ist schon erschienen. Dann bekommen wir im März noch The Racer Bayonetta Origins Dingens. Dann auch Advance Wars im April. Dazwischen immer mal wieder DLCs. Und natürlich vergesst nicht im März den Super Mario Film. Beziehungsweise im April. Das scheint ja jetzt offenbar im April. Im April bekommen wir den Super Mario Film. Ich bin schon so gehypt auf diesen Super Mario Film. Ich freue mich da wie ein Schneekönig. Ohne Witz. Es ist so richtig geil. Oh, zum Glück wird dieser Film geil. Ich habe so richtig im Gespür. Zum Glück haben sie das nicht versaut. Alles, was man von dem Film sieht, ich liebe es und ich kann es kaum erwarten, den Film anzuschauen im April. Ja, wow. Geil, 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 Mann. Das wird ein Fest, Mann. Ihr habt es ja immer gehört, wie ich geredet habe über den Film im Vorfeld, bevor er angekündigt wurde. Hat ich meine Angst zu Bedenken gegeben, aber ja. Alles in Luft aufgelöst, das wird geil. Vor allem Eddie der Yeti ist dabei, Leute! Ja! Also, dieser weiße Affe, beziehungsweise dieser Yeti hat jetzt keinen Namen. Aber, komm Leute, wir sagen einfach, das ist Eddie der Yeti. Ich meine, warum nicht? Eddie der Yeti Hype! Ja! So Leute, dann natürlich im Mai The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Mein Gott, das wird ein Fest, das wird ein Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten, es wird der absolute fucking Wahnsinn. Und dann im Juli, so zur Entspannung, Pikmin 4. Ja, und dann weiteres wissen wir halt nicht, was so kommen wird.
Das wird die Zeit dann zeigen. Ja. Aber jetzt die nächsten Monate mal bis zum Sommer. Bekommen wir einiges zu tun. Geil. Geile Direct. Was waren denn eure Highlights, liebe Freunde? Welche Spiele werdet ihr euch holen? Worauf freut ihr euch? Ja. Nice, oder? Nee, echt cool. Echt wirklich, wirklich cool. So. Ja, Leute, viel erlebt habe ich in letzter Zeit auch nicht. Eigentlich richtiger Standard. Nicht zu erwähnenswert. Ein bisschen was habe ich ja schon im Stream gesagt, aber ja, im Moment ist halt alles ein bisschen normal. Zu normal, um es zu erzählen, I guess. So. Mario Kart Challenge läuft auch super, liebe Freunde. Die erste Strecke ist ja schon vorbei. Super, wie das angekommen ist bei euch. Jetzt sind wir gerade in Marios Goldmine unterwegs. Da habt ihr noch den ganzen Februar Zeit, euch zu verbessern, eure Zeiten einzureichen. Super, dass das so gut bei euch ankommt und es macht auch echt Spaß. Ja. Bin schon gespannt, was als nächste Strecke kommen wird und was da dann die besten Zeiten werden bei Marios Goldmine. Ihr könnt da auf jeden Fall noch eure Ideen den ganzen Februar lang einreichen. So Leute, ja, das war's mit diesem Video. Zusammenfassung zu Nintendo Direct. Ich hoffe, euch hat's gefallen, dieses Video. Wie gesagt, was hat euch am besten gefallen von der Direct? Ja, ich hab fertig. Ich wünsche euch nur das Beste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem, was ihr jetzt tut. Und wir sehen uns dann bald. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.